Lauft ihr? Hört ihr mich denn? Ja, das ist meinst du? Und es heißt Politik für Desinteressierte. Glaubst du, die Menschen sind desinteressiert oder was heißt das genau? Ja, also ich glaube, wenn die Menschen nicht desinteressiert wären, in dieser Gesellschaft, dann würde es nicht so eine Politik geben können. Und, du interessierst dich für ein Thema, aber die Antworten kommen nicht weiter, oder? Wie kann man das verstehen? Ja, aber selbst wenn dich das Thema interessiert und nicht die Antworten weiterbringen, du kannst selbst dann nicht dich einbringen. Du kannst diese Politik nicht machen. Weil unsere politische Elite, die haben natürlich das größte Interesse daran, dass die jungen Menschen, dass die normale Bevölkerung ein Desinteresse hat an der Politik. Sie sollen nicht verstehen, warum der Euro gerettet wird. Es ist immer so ein altes Zitat von Ford, dem Autohersteller von vor 100 Jahren. Da meinte irgendwann mal, wenn die Menschen verstehen würden, wie das Finanzsystem funktioniert, dann hätten wir am nächsten Tag eine Revolution. Und das ist mit sehr, sehr vielen Dingen so. Ich habe eben kurz rausgehört, du hast gar keinen Presseausweis. Fand ich ziemlich lustig. Wie funktioniert das? Stimmt das, dass du keinen Presseausweis hast? Ich hab noch nie einen gebraucht. Also ich hab einen Bundestagsausweis, aber den habe ich auch ohne Presseausweis bekommen. Und ich bin Mitglied der Bundespressekonferenz und da bin ich auch ohne Presseausweis. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, habe ich eben schon ein bisschen rausgehört. Ich meine, wir sind ja alles junge Medien. Die einzige Frage, die wir uns stellen, ist, wie kommen wir zu einem Job, den wir uns wirklich so sehr wünschen? Und ihr müsst ihr euch selbst schaffen. Das kannst du ja von Journalisten schon, oder? Nein. Ich kenne, also meine Lieblingsjournalisten und die ich schätze, da war keine von denen auf irgendeiner Journalistenschule. Und ich sage immer lieber, bevor ihr 1, 2, 3 Jahre auf eine Journalistenschule geht, geht hinaus in die Welt und setzt das Geld, was ihr in der Journalistenschule verpassen würdet, macht eine Weltreise oder geht irgendwo hin oder helft armen Menschen und so weiter. Geht dahin, wo ihr euch ein Weltbild zulegen könnt, was ihr nicht nur aus der Kindheit habt, sondern irgendwo geht am besten da mal irgendwo anders hin, damit ihr ein Weltbild bekommt und irgendwie ein bisschen versucht, die Welt zu verstehen. Und dann könnt ihr immer noch was machen. Danke für das Interview. Ja. Halt! Super, danke. Ja? Sehr cool.